40.000 nicht oder nur notdürftig besetzte Stellen. Das war Mitte 2018 die erschreckende Zahl an Deutschlands Schulen. Gemeint sind damit nicht Reinigungskräfte, sondern schlicht und ergreifend ausgebildete Lehrer. Wir haben viel Ausfall und da kriegen wir immer andere Stunden. Und da muss ich alles zu Hause machen, was wir in der Stunde eigentlich hätten. Und ich würde es lieber in der Schule machen. Und das wird leider auch in Zukunft mittelfristig nicht schnell behoben werden können. Deswegen fordern wir schon lange, dass hier eben auch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, sozialpädagogische Fachkräfte und andere pädagogische Berufe Einzug in Schule halten müssen, um den Lehrkräften dabei zu helfen, die Kinder und Jugendlichen dort abzuholen, wo sie stehen. Denn Schule hat sich in den letzten Jahren viel stärker verändert, als man es vielleicht auch in Politik wahrgenommen hat. Die Suche nach der Schuld ist so einfach wie komplex. Der Geburtenanstieg des letzten Jahrzehnts wurde in vielen Bundesländern viel außer Acht gelassen. Die Attraktivität des Berufs wurde nicht gesteigert, Aufstiegschancen gibt es kaum. Also ganz entscheidend ist wirklich, warum Lehrerinnen und Lehrer jetzt zu einer bestimmten Schule kommen. Klar, die suchen auf jeden Fall eine Stelle, aber das Arbeitsklima ist dann ganz entscheidend und das Schulklima. Wie arbeiten wir miteinander? Wie leben wir hier miteinander unseren Alltag? Wie ist die Kommunikation? Und wenn die stimmt, dann sagen auch Lehrer, gut, dann gehen wir auch in die Provinz. Bei Deutschlands größter Bildungsmesse, der Didakta in Köln, ist der Fachkräftemangel in der Schule natürlich zentrales Thema. Welche Möglichkeiten gibt es, dass die jetzige Schülergeneration nicht in 10 Jahren als die Lost Generation bezeichnet wird? Die Rahmenbedingungen müssen verbessert werden, um den Beruf attraktiver zu machen. Dazu gehört es, dass die Lerngruppen kleiner werden. Dazu gehört es aber auch, über Arbeitszeit nachzudenken. Dazu gehört auch, über die Ausgestaltung des Arbeitsplatzes, der Arbeitsräume für Lehrkräfte nachzudenken. Und dazu gehört selbstverständlich auch, dass endlich anerkannt werden muss, dass für gleiche Arbeit, für gleichwertige Arbeit gleicher Lohn gezahlt wird. Egal in welcher Schulstufe, egal in welcher Schulform ich unterrichte. Eine schnelle Lösung für alle Probleme scheint es derzeit nicht zu geben. Ohne einen Anfang aber wird nicht nur diese Schülergeneration später Probleme in der sogenannten Wissensgesellschaft bekommen.